Mich quält noch immer die Erinnerung an das Unglück. Niemand kann sich vorstellen, wie das wirklich war. Ich glaube, dadurch ist etwas in mir zerbrochen, rein emotional gesehen. Wo ist der Erebus von hier aus? Links, etwa 20, 25 Meilen. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr Erhebungen. Das gefällt mir nicht. Wir klären das. Fuß. 400 Fuß. Durchstarten. 300 Fuß. 200 Fuß. Damals war ich 22, 22,5. Hallo! Der Kontakt brach am Nachmittag ab. An Bord befanden sich 257 Menschen. Geht's los? Warte. Zuletzt wurde die Maschine um 14.30 Uhr geortet, nahe des Mount Erebus, einem 4000 Meter hohen aktiven Vulkan. Air New Zealand hat das Flugzeug als vermisst gemeldet. Oh Gott. Man geht vom Schlimmsten aus. Wie jeder in Neuseeland war ich fassungslos. Aber ich ahnte bereits, dass ich mit dem Unfall noch zu tun bekommen würde. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass es auf diese Art geschehen sollte. Haben Sie schon eine Erklärung dafür? Nein, keine. Erschütternde Szenen spielten sich am Flughafen von Auckland ab. Den wartenden Angehörigen wurde die furchtbare Nachricht in einem Nebenraum überbracht. Das überfällige Flugzeug ist vermutlich abgestürzt. Ich war wie jeder andere geschockt. Ausgerechnet an dem Tag fand bei uns eine Schulung statt, um gegen eventuelle Katastrophen gewappnet zu sein. Natürlich fragten wir uns schon während der Übung, wann wir das wohl mal brauchen würden. Nur ahnten wir da noch nicht, dass das schon am gleichen Tag der Fall sein würde. Warum sollte man uns in die Antarktis schicken? Mit Schnee und Eis hatte ich nie viel am Hut gehabt. Wir erhielten die Nachricht, dass das Wrack gefunden wurde. Und zwar auf 445 Meter am Mount Erebus, dem höchsten Berg in der Antarktis. Leider gibt es keine Anzeichen von Überlebenden. Die Nachricht vom Fund des Wracks kam etwa gegen 1 Uhr rein. Wir erhielten Anrufe von Leuten aus der ganzen Welt, die sich nach ihren Angehörigen erkundigten. Alle wollten wissen, was los war, ob der Absturz auch jemanden aus ihrer Familie betraf. Es ging zu wie in einem Taubenschlag. Wir mussten sogar die Streifenpolizisten von der Straße holen. Jeder beantwortete die Fragen so gut er konnte, obwohl uns selbst kaum Informationen vorlagen. Es geht los. Was heißt das? Dass ich dahin muss, um die Leichen zu bergen. Eines der Opfer war Stewardess bei Air New Zealand. Sue Marinovich organisierte erst kürzlich eine Reise nach Disneyland für benachteiligte Kinder. Mir blieben 15 Minuten, also rief ich meine Eltern an. Ja, ich bin's.
Ja. Mein Vater war dran. Er fragte nur, du gehst da runter, oder? Ich war ziemlich aufgewühlt. Mir war klar, dass das eine Riesenkarrierechance war. Aber auch, dass ich im Zweifel die Konsequenzen tragen müsste. Wenn ich die Sache vermasselt hätte, wäre ich meinen Job los gewesen. Mit der Auswahl der Männer hatte ich nichts zu tun. Im Nachhinein denke ich, dass Stu zu jung war. Für so einen Job braucht man Leute mit Lebenserfahrung. Und die hatte er damals noch nicht. Ganz anders Greg. Bei ihm war ich mir sicher, dass er damit umgehen konnte. Wie geht's? Ich brauche jemanden, der den Überblick behält, während ich in der Forschungsstation bin. Kein Problem. Wir hatten einen Job zu erledigen und ich war darauf vorbereitet. Aber ich sorgte mich um meine Sicherheit und um die der anderen Polizisten. Es war ein Riesenunglück, das war klar. Unser Job war furchtbar, aber er war auch aufregend. Wir wussten nicht genau, was passiert war, nur dass das Flugzeug am Berg zerschellt sein musste. Ich konnte mir das anfangs gar nicht richtig vorstellen. Glaubst du, das könnte uns auch passieren? Nein. Glaube ich nicht. Auf dem Flug in die Antarktis waren alle sehr still. Wir dachten an das, was vor uns lag, an die vielen Opfer. Das ganze Land trauerte schließlich, wie wir auch. Als wir uns der McMurdo Station näherten, machte uns der Herkules-Kapitän auf den Mount Erebus aufmerksam. In der Ferne erkannte man einen leichten Schatten am Hang des Berges. Der Anblick war ein Schlag in die Magengrube. Das riesige Flugzeug schien vollkommen zerstört zu sein. Es sah aus wie die Asche einer Zigarette, die man über die Bergflanke gestreut hatte. Es war erschütternd. Mein Gott, der Ort lag mitten im Nirgendwo. Da gab es einen riesigen Berg und sonst nur Schnee und Geröll. Allein aus dem Krater stieg etwas Rauch auf, sonst war da nichts. Wir fürchteten uns vor dem, was wir im Eis vorfinden würden, fragten uns, auf was wir uns da einließen. Mir war bewusst, dass ich mich in Gefahr begab, aber am schlimmsten war die Angst vor dem Unbekannten. Und wir steuerten mitten hinein. Peter, willkommen im Tollhaus. Als Unfallermittler wollte ich natürlich sofort loslegen. Doch erstmal musste ich am nächsten Tag nach Christchurch.
Dachte, du wärst schon los. Bin nur wegen des Flugplans hier. Gibt's was Neues? Finde es heraus. Ich wurde von Air New Zealand ins Untersuchungsteam beordert. Auf Anfrage der Pilotenvereinigung und des Kommissars für Flugunfälle. Es kursierten die wildesten Gerüchte. Die Leute waren fassungslos. Ich nahm an, dass etwas furchtbar außer Kontrolle geraten sein musste. Ich kannte die Besatzung noch von der Air Force. Sie galt als umsichtig und erfahren. Es waren Piloten, die ihre Flüge sorgfältig vorbereiteten. Was in aller Welt sollte sie verleitet haben, mit einem Berg zu kollidieren? Bei Air New Zealand fragten sie sich natürlich auch, was da schiefgelaufen war. Wie groß? Nur um 2 Grad. Okay. Oh Gott. Ich erinnere mich gut an die erste Reaktion der Fluggesellschaft. Uns gegenüber hieß es, es würde bezüglich der Unglücksursache noch keinen konkreten Verdacht geben. Sie werden an einem der gefährlichsten Orte eingesetzt. Jeder unbedachte Schritt könnte tödlich sein. Und das auf der Stelle. Ich war beunruhigt, was da auf uns zukommen sollte. Korps sind nun mal Korps. Und wer weiß, was alles schiefgehen konnte. Genau jetzt sind Bergsteiger an der Absturzstelle und markieren sie mit Flaggen. Hier kommen sie ins Spiel, meine Herren. Eine grüne Flagge kennzeichnet einen Leichnam oder Teile davon. Die Leichen sind gefroren, begraben unter Schnee oder versteckt in Gletscherspalten. Eine rote Flagge heißt, Achtung, Gletscherspalte. Fallen Sie besser nicht hinein. In jedem Fall ist Ihre Aufgabe nicht einfach. Die 2 oder 3 Tage, bevor es auf den Berg ging, waren anstrengend. Alle machten sich Gedanken darüber, was uns bevorstand. Aber am meisten beschäftigten mich die Umstände. Vor Ort werden einige 100 Flaschen herumliegen. Sie könnten beschädigt sein, durch den Aufprall oder durchs Feuer. Vorsicht, Explosionsgefahr. Es war klar, dass wir uns auf eine gefährliche Mission begaben. Zweifel kamen auf. Mussten die Toten wirklich geborgen werden? Überstieg das nicht unsere Fähigkeiten? Und manche von uns sagten das auch laut. Denkst du, wir sind die Richtigen dafür? Das ist kein Spiel. Es ist unsere Pflicht. Aber darauf sind wir nicht vorbereitet. Greg kam zu mir und sagte, das ist Wahnsinn. Wir haben hier nichts verloren. Wir sind nicht von der Bergwacht, sondern Streifenpolizisten. Ich war besorgt. Kein Zweifel, ernsthaft besorgt. Ich sah uns schon in einer Steilwand hängen. Keiner von uns hatte Erfahrung mit Eis und Schnee. Für mich war das reiner Irrsinn. Hey, wir kriegen das hin. Zusammen, als Doppelspitze. Gut, Mark. Ich bitte jetzt um euer Handzeichen. Wer hat bereits ein Überlebenstraining im Schnee absolviert? Sie hatten uns immer wieder eingeschärft, dass das kein Spiel war, sondern bitterer Ernst. Und das war es auch, nur schlimmer. Wir mussten äußerst diszipliniert vorgehen, um in dieser Umgebung nicht selbst in Gefahr zu geraten. Wir waren die ersten Polizisten dort oben. Als wir uns dem Berg näherten, herrschte starker Nebel und der Pilot konnte die Absturzstelle nicht gleich finden.
Dann klarte es plötzlich kurz auf und wir gingen direkt runter. And he dropped straight down. Siehst du irgendwas? Der Pilot war sich unsicher, ob er unter diesen Umständen wirklich landen sollte. Hier steigen wir aus! Landen wir? Nein! Wir bleiben im Schwebeflug! Wie tief geht's da runter? Die Rotorblätter wirbelten den Schnee auf. Alles war weiß. Wir mussten quasi ins Leere springen. Als Jüngster war ich zuletzt an Bord gegangen und musste zuerst wieder raus. Ich war extrem nervös. Was für ein Anblick würde sich mir bieten? Würde ich es verkraften? Würde ich meinen Job erfüllen können? Ich wusste es nicht. Keiner wusste das. Immerhin hatten wir es mit dem bis dahin viertgrößten Flugzeugunglück zu tun. Das Bild, das sich uns bot, war unglaublich. Nichts und niemand hätte uns auf diesen Anblick vorbereiten können. Der Ort glich einem Trümmerfeld. Überall lagen Leichen und Wrackteile. Es war furchtbar, ansehen zu müssen, wie viele Neuseeländer, wie viele Menschen insgesamt, einige stammten ja auch aus anderen Ländern, dort lagen. Das war schwer zu ertragen. Es war entsetzlich. Das ganze Gebiet war übersät mit verstümmelten Leichen. Es glich einem Schlachtfeld. Etwas Schlimmeres hatte ich noch nie gesehen. Viele waren völlig entstellt. Es war ziemlich beklemmend. Ich fühlte mich überfordert. Deshalb ließ ich die anderen ein Stück vorausgehen. Ich wollte mit meinen Gedanken allein sein. Hier gehörte ich nicht hin. Das war doch eigentlich nur etwas für die ganz großen Jungs. Komm weiter, Stu. Man saugt alles auf und dann kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf.
Hier ist das Rumpfende in Abschnitt 11. Wir werden uns jetzt langsam nach unten vorarbeiten, immer von links nach rechts. So vermeiden wir, dass wir die ganze Zeit hoch und runter laufen. Die Absturzstelle sah furchtbar aus, ein einziges Grauen. Für mich war es die Stunde der Wahrheit, denn die Bergungsarbeiten rückten näher. Und bei dem Gedanken wurde mir schon etwas unbehaglich. Passt also auf, Leute. Wie läuft's? Gut. Wir haben vier Teams à vier Mann, bestehend aus je zwei Polizisten, einem Bergführer und einem Fotografen. Je zwei Teams wechseln sich ständig ab und das in 12-Stunden-Schichten. Ich bin bereit. Okay, dann los. Ich fühlte mich verantwortlich für die Sache. Schließlich sollte ich die Bergung am Laufen halten. Gibst du mal den Sack? Zum Glück hielten alle durch. Jeder erledigte den Job so gut es ging. Two, three. Was für ein Horror. Man sah verstümmelte Körper, abgetrennte Köpfe und überall Eingeweide. Es war entsetzlich. Manche Leichen waren unversehrt, andere vollkommen zerfetzt. Kein schöner Anblick. Ich habe es gehasst. Beine, Füße, Arme. Man konnte bei den ganzen Leichenteilen nicht davon ausgehen, dass sie auch zu dem danebenliegenden Körper gehörten. Aber das herauszufinden, war Teil des Jobs. Ich hätte mich auch nicht besser gefühlt, wenn es noch Überlebende gegeben hätte. Oder weniger Leid unter den Opfern. Geht's? Setzt hier ab. Gut. Ich sah in allen den geliebten Menschen, die Mutter, die Schwester, wen auch immer. Die Leichen waren komplett gefroren, zum Teil in den bizarrsten Haltungen. Alles in Ordnung? Ja. Aber wie kriegen wir den hier rein? Wir brauchten dringend größere Leichensäcke. Die Augen ganz Neuseelands waren auf uns gerichtet. Und in gewisser Weise auch die der Welt. Ich wollte die Verstorbenen möglichst schnell ihren Angehörigen übergeben. Über Funk erfuhren wir, dass sie den Flugschreiber gefunden hatten. Die Frage war nur, gab es an Bord technische Probleme? Oder waren die Piloten vom Kurs abgekommen und wussten nicht mehr, wo sie waren? Hier ist nochmal Peter Melgrew. Ich kann immer noch nicht erkennen, wo wir sind. Aber ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Sieht das hier rüber? Ja. Wo ist der Erebus von hier aus? Links. Etwa 20, 25 Meilen. Links, sagst du? Vielleicht gibt es hier noch mehr Erhebungen. Die glaubten, sie wären hier. Das gefällt mir nicht. Die Besatzung hat den Berg bis zuletzt nicht gesehen.
Die einzige Warnung kam vom Höhenradar, das sie aufforderte, aufzusteigen. Warum sie den Mount Erebus übersahen, konnten wir uns zunächst nicht erklären. 500 Fuß. 400 Fuß. Durchstarten. 300 Fuß. 200 Fuß. Das Lager wurde langsam größer. Am Ende war es ein ständiges Kommen und Gehen. Ich fand es schon damals seltsam, als die Leute von Air New Zealand dort auftauchten. Heute würde man so einen Ort wie einen Tatort behandeln. Doch in den Einsatzbesprechungen wurde uns unmissverständlich klargemacht, dass wir nicht für Ermittlungen zuständig seien, sondern nur für die Bergung der Leichen. Wen habt ihr da? Captain Collins. Er hatte seine Uniform an und lag ausgestreckt auf dem Bauch. Sein Körper war noch unversehrt. Okay, packen wir ihn ein und schaffen ihn weg. Das lag neben ihm. Es war ein Ringbuch. Jim Collins' Name stand drauf. Die ersten 5, 6 Seiten bestanden aus technischen Einträgen. Ich verstand nichts vom Fliegen, aber mir war klar, dass es wichtig war. Also nahm ich es an mich und brachte es zum Zeltplatz. Wir schauten später noch mal in dem Zelt vorbei, wo die Funde registriert wurden. Aber das Ringbuch war verschwunden. Ihr Drecksbiester! Haut ab! Verzieht euch, ihr Aasgeier! Weg hier, na los! Verdammte Biester! Am schlimmsten waren die Vögel. Haut ab! Sie waren niemals still. Die Möwen kreischten die ganze Zeit und umkreisten dabei die Absturzstelle. Offenbar hatten sie lange vor uns die Leichen entdeckt. Sie machten mich wahnsinnig. Pull the pin. Okay. Wir baten die Navy um Hilfe. Try to keep your hand as far away as you can. Yeah, it is. It is? Man gab uns einen Raketenwerfer. Die glaubten ernsthaft, der könnte uns nützen. Ich kann mich noch gut an die Diskussionen erinnern. Viele Kollegen waren Waffennarren und hellauf begeistert. Es hieß sofort, lasst es uns ausprobieren und das Ding zusammenbauen. Zum Glück siegte die Vernunft. Am Ende benutzten wir ihn doch nicht. Die Explosionsgefahr war zu groß. Letztlich kostete es uns einige Mühe, die Toten vor den Vögeln zu schützen. Irgendwann begruben wir die Leichen wieder, damit die Vögel nicht an sie rankamen. Das half. Bei einem Unfall wertet man auch die Kameras der Passagiere aus.
Die entwickelten Fotos offenbarten tatsächlich Erstaunliches. Flug 901 hatte vollkommen klare Sicht gehabt. Vor dem Aufprall konnte man zu beiden Seiten den Horizont sehen. Das verblüffte uns. Denn wie kann man bei bestem Wetter einen Berg übersehen und hineinfliegen? Wir waren total perplex. So, das ist der Mount Erebus an einem sonnigen Tag. Das ist der gleiche Berg 5 Minuten später. Und nochmal 5 Minuten später. Die Luft und der Schnee sind so trocken, dass sie das Licht kaum reflektieren. Das heißt, man sieht im Grunde nur zweidimensional. Man weiß nicht, ob man auf einen Felsen blickt, der eine Armlänge entfernt ist, oder auf einen Berg, der ein paar Kilometer weit weg liegt. Es gibt überhaupt keine Tiefenwahrnehmung. Die Besatzung hatte keine Ahnung, was sie erwartete, bis der Alarm losging. Unser Problem mit den Spalten, wir wussten nicht, wie tief sie waren. Wir überprüften alles, seilten uns in jede Gletscherspalte ab. Manche Leichen mussten wir sogar aus dem Eis herausbrechen. Denn Teile der Triebwerke mussten extrem heiß gewesen sein. Sie hatten sich regelrecht durchs Eis geschmolzen. Dort fanden sich auch einige Leichen. Kein Wunder, dass sie komplett eingefroren waren. Es hat ewig gedauert, sie zu bergen. Die Spalten waren oben ziemlich breit, aber nach unten liefen viele spitz zu. Sie wurden enger und enger. Wäre da jemand reingefallen und eingeklemmt worden, wäre er wohl gestorben, bevor man ihm hätte helfen können. Unabhängig von der Art des Unfalls entfernt man zuerst alle Spuren der Opfer, damit einen der Gedanke an sie nicht so stark belastet. Über der leeren Seite stand nur Antarktis und das Datum. Nichts und niemand würde sie mehr füllen. Ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Man wird durch die Belastungen immer müder. Der Körper will irgendwann nicht mehr, die Reserven gehen zur Neige. Am schwierigsten war es, sich zu motivieren, den Job trotzdem durchzuziehen. An eins musste ich immer wieder denken, vor allem während der Pausen. Daran, wie sich diese wunderschöne Landschaft in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt hatte. Um mit der Situation klarzukommen, entfernte ich mich so oft es ging von der Absturzstelle. Ich dachte dann an meine Familie.
Manchmal stellte ich mir auch vor, die Eisflächen unter uns wären ein riesiges Spielfeld. Es war schließlich Sommer. Dabei dachte ich an die Cricket-Spieler bei uns zu Hause und malte mir aus, was sie wohl gerade taten. Stellt die Nachrichten an. Als wir nach Neuseeland zurückkehrten, versuchte die Airline, allen voran ihr Chef Maury Davis, verzweifelt ihren Ruf zu retten und damit ihre Zukunft. Wie hoch sollte die Maschine fliegen? Die Mindestflughöhe lag bei 1800 Meter. Gesichtet wurde das Wrack aber auf 445 Meter. Ganz schön clever. Er hat aber recht. Glaubst du? Ja, sie müssen zu tief geflogen sein. Was sonst? Nun, das war eine Sightseeing-Tour. Auch dafür gibt es Regeln. Klar. Und was ist das? Erleben Sie die Antarktis aus 600 Metern. Dafür zahlten die Leute. Die Fluggesellschaft wollte den Passagieren etwas bieten. Deshalb flog die Besatzung bei klarer Sicht unter 1800 Meter. Das war bei den Flügen zuvor nicht anders. Wir sitzen alle im selben Boot. Niemand will, dass der Mist hier hochkocht, oder? Wenn du ein Problem hast, dann beschwer dich ganz oben. Warum kamen Sie vom Kurs ab? Leider wissen wir auch das noch nicht. Die Stimmung war nahezu feindselig. Und Maury Davis war auch nicht gerade als Gentleman bekannt. Er hatte immer um alles kämpfen müssen. Die Firma war sein Ein und Alles. Er war verärgert über die Untersuchungskommission. Denn Air New Zealand lief Gefahr, ihren guten Ruf zu verspielen. Air New Zealand's image was going to be the loser. Wir sollten deshalb die Ermittlungen besser der Fluggesellschaft und der Regierung überlassen. Das sagte er mir ganz unverblümt, allerdings deutlich drastischer. Ich stieß an meine Grenzen. Der Einsatz brachte mich an den Rand der Erschöpfung, psychisch und körperlich. Stu! Zum Schluss war die Arbeit kaum noch zu ertragen. Ich erinnere mich noch immer an unsere letzte Leiche. Sie war gut erhalten. Armes Mädchen. Eins der Opfer war, wie ihre fünf Schwestern, Stewardess bei Air New Zealand.
Sue Marinovich organisierte erst kürzlich eine Reise nach Disneyland für benachteiligte Kinder. Noch nie hatte ich mich so leer gefühlt. Ich empfand nichts mehr. Nichts. Hey Stu, komm raus. Da ist er. Hier. Trink das. Champagner? Nur das Beste. Unser Job war getan. Das war's. Die Flaschen lagen überall rum. Nicht eine war zerbrochen. Gib mal her. Nach Abschluss der Bergungsaktion wurde spontan gefeiert. Wir tranken ein bisschen was. Man könnte sagen, gegen den Stress. Wir mussten mal richtig Dampf ablassen. Ein paar von uns rutschten sogar auf Leichensäcken den Hang runter. Etwas Spaß musste sein. Als wir zur McMurdo-Station zurückkehrten, zeigte der Feuerwehrchef Al und mir diesen riesigen Warmwassertank. Bullshit! Come on, guys. Jump in. Dreckig war gar kein Ausdruck. Wir starrten vor Schmutz. One, two! Was für ein Genuss. Es war einfach wunderbar, von Kopf bis Fuß ins warme Wasser einzutauchen. Wir mussten den Job innerhalb von 2 Wochen erledigen. Ich befürchtete, dass sich jemand verletzen könnte. Entsprechend erleichtert war ich, als der letzte heil aus dem Hubschrauber stieg. Jede Familie, die jemanden am Mount Erebus verloren hatte, trauerte um ihren oder ihre Angehörigen. Ich trauerte um alle. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dachte, hoffentlich verfolgt mich das nicht. Hoffentlich zieht mich das nicht nach meiner Rückkehr weiter runter. Doch da ahnte ich bereits, dass es anders kommen würde. Und so war es dann leider auch. Nach Hause zu kommen tat gut. Ich glaubte, ich könnte mein normales Leben schnell wieder aufnehmen. Aber da hatte ich mich getäuscht. Ich bekam das Erlebte nicht mehr aus dem Kopf. Als erstes meldete ich mich zum Dienst zurück, wunderte mich jedoch immer wieder, warum nichts war wie zuvor. Ich stand geistig und körperlich vollkommen neben mir. Die Leute verstanden einfach nicht, was wir durchgemacht hatten. All das, was wir gesehen und erlebt hatten, konnten wir mit niemandem teilen. Denn niemand interessierte sich dafür. Anscheinend wollte es auch keiner verstehen. Wir waren unsichtbar nach der Erebus-Geschichte. Keiner, wirklich keiner, sprach mit uns darüber. Jedenfalls nicht mit mir.
Es gab nach unserer Rückkehr nicht mal eine Nachbesprechung und so verschwanden wir eben wieder in der Versenkung. Wir hatten etwas Besseres verdient als das. Aber niemand wollte etwas von uns wissen. Niemand unterstützte uns. Das war einfach deprimierend. Der Bericht der Untersuchungskommission war umstritten. Man kam zu dem Schluss, dass der Flugkapitän an der Katastrophe schuld sei. Genauer gesagt, er hatte falsch entschieden und war trotz schlechter Sicht weiter unterhalb der Mindesthöhe geflogen. Nicht alle Ermittler konnten dem zustimmen. Doch angesichts der Technik und der damaligen Rechtsprechung war das eine durchaus zulässige Schlussfolgerung. Diese Kommission soll endlich die Wahrheit ans Licht bringen. Die Besatzung kannte weder ihre genaue Position noch das Gelände. Wollte man nicht vielmehr die gesamte Schuld auf Kapitän Collins abwälzen? Nein, Sir. Hatten Sie nicht die Notizen nach Neuseeland mitgebracht? Das ist mir neu. Sie nahmen sie ohne meine Erlaubnis an sich. Kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Doch, Sir. Richter Mahone kritisierte das Vorgehen der Fluggesellschaft ausdrücklich, insbesondere die Entscheidung des Chefs, Maury Davis, angeblich unwichtige Dokumente zu vernichten. Dies sei sehr ungewöhnlich für das Unternehmen. Es heißt, Sie wüssten mehr, als Sie sagen. Ich gehe nicht davon aus. Sie halten also nichts zurück. Genau so ist es. Aber wie erklären Sie sich das Verschwinden zahlreicher Seiten aus dem Kapitänsringbuch? Keine Ahnung. Vielleicht wurden sie entfernt, weil sie unleserlich waren. Im Fernsehen lief eine Reportage, bei der sich in einer Szene Richter Mahone mit einem Ringbuch unter der Nase kratzte. Es war das von Captain Collins. Und Mahone fragte den Zeugen, wo glauben Sie, sind die Seiten hin? Ich wusste noch genau, dass ich sie in dem Buch gesehen hatte. Das darf doch nicht wahr sein. Da draußen sind 257 Menschen gestorben. Damit sollen sie nicht durchkommen. Ich bin Polizist und glaube an so etwas wie Anstand. Den Opfern sollte Gerechtigkeit widerfahren. Also wandte ich mich an Gordon Vetti, den Assistenten von Richter Mahone. Er kam nach Wellington und bei unserem Treffen sagte er mir, genau danach haben wir lange gesucht. Und Richter Mahone schrieb mir, die fehlenden Seiten enthielten vermutlich die Koordinaten, die Jim Collins beim Briefing bekommen hatte. Nur, dass sie falsch waren. Es gibt ein paar Dinge, die mir die Erebus-Erlebnisse sofort wieder ins Gedächtnis rufen. Zum Beispiel die Hände älterer Frauen, insbesondere wenn sie Ringe tragen oder ihre Fingernägel lackiert sind. Wenn ich so etwas sehe, bin ich augenblicklich wieder da. Smells and
Ich muss nur den Schiffsdiesel im Fährhafen von Wellington riechen. Und schon bin ich in Gedanken zurück am Mount Erebus. Nach wie vor kann ich mich genau an die Absturzstelle erinnern. An die Trümmer, den Dreck und den Rest. Es verfolgt mich bis heute. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ja auch vorher schon einiges erlebt. Nach 14 Jahren Polizeidienst auf dem Buckel. Aber man kann die Erinnerung eben nicht einfach abschalten. Das war eine große Ehre. Ich freue mich noch immer über die Auszeichnung. Sie verbindet mich mit all den Jungs, die am Mount Erebus dabei waren. Ja, ich bin stolz darauf. Fantastisch. Ich war sehr dankbar dafür, so wie die anderen auch. Warum hätten wir nicht stolz darauf sein sollen? Wir hatten die Leichen geborgen und sie den Angehörigen zurückgebracht. Das war für die betroffenen Familien wichtig. Endlich, nachdem wir lange warten mussten, kam man auf uns zu und erkannte unsere Leistung an. Und zwar in angemessener Form. Die Erebus-Sache war damit abgeschlossen. Endlich würdigte man, was wir getan hatten. Das gab mir meinen inneren Frieden zurück.
Aber darauf sind wir nicht vorbereitet. Greg kam zu mir und sagte, das ist Wahnsinn, wir haben hier nichts verloren. Wir sind nicht von der Bergwacht, sondern Streifenpolizisten. Ich war besorgt, kein Zweifel, ernsthaft besorgt. Ich sah uns schon in einer Steilwand hängen. Keiner von uns hatte Erfahrung mit Eis und Schnee. Für mich war das reiner Irrsinn. Hey, wir kriegen das hin. Zusammen, als Doppelspitze. Gut, Mark. Ich bitte jetzt um euer Handzeichen. Wer hat bereits ein Überlebenstraining im Schnee absolviert? Sie hatten uns immer wieder eingeschärft, dass das kein Spiel war, sondern bitterer Ernst. Und das war es auch, nur schlimmer. Wir mussten äußerst diszipliniert vorgehen, um in dieser Umgebung nicht selbst in Gefahr zu geraten. Wir waren die ersten Polizisten dort oben. Als wir uns dem Berg näherten, herrschte starker Nebel und der Pilot konnte die Absturzstelle nicht gleich finden. Dann klarte es plötzlich kurz auf und wir gingen direkt runter. Siehst du irgendwas? Der Pilot war sich unsicher, ob er unter diesen Umständen wirklich landen sollte. Hier steigen wir aus! Landen wir? Nein! Wir bleiben im Schwebeflug! Wie tief geht's da runter? Die Rotorblätter wirbelten den Schnee auf. Alles war weiß. Wir mussten quasi ins Leere springen. Als Jüngster war ich zuletzt an Bord gegangen und musste zuerst wieder raus. Ich war extrem nervös. Was für ein Anblick würde sich mir bieten? Würde ich es verkraften? Würde ich meinen Job erfüllen können? Ich wusste es nicht. Keiner wusste das. Immerhin hatten wir es mit dem bis dahin viertgrößten Flugzeugunglück zu tun. Das Bild, das sich uns bot, war unglaublich. Nichts und niemand hätte uns auf diesen Anblick vorbereiten können. Der Ort glich einem Trümmerfeld. Überall lagen Leichen und Wrackteile. Es war furchtbar.
ansehen zu müssen, wie viele Neuseeländer, wie viele Menschen insgesamt, einige stammten ja auch aus anderen Ländern, dort lagen. Das war schwer zu ertragen. Es war entsetzlich. Das ganze Gebiet war übersät mit verstümmelten Leichen. Es glich einem Schlachtfeld. Etwas Schlimmeres hatte ich noch nie gesehen. Viele waren völlig entstellt. Es war ziemlich beklemmend. Ich fühlte mich überfordert. Deshalb ließ ich die anderen ein Stück vorausgehen. Ich wollte mit meinen Gedanken allein sein. Hier gehörte ich nicht hin. Das war doch eigentlich nur etwas für die ganz großen Jungs. Komm weiter, Stu. Man saugt alles auf und dann kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. Hier ist das Rumpfende in Abschnitt 11. Wir werden uns jetzt langsam nach unten vorarbeiten, immer von links nach rechts. So vermeiden wir, dass wir die ganze Zeit hoch und runter laufen. Die Absturzstelle sah furchtbar aus. Mich quält noch immer die Erinnerung an das Unglück. Niemand kann sich vorstellen, wie das wirklich war. Ich glaube, dadurch ist etwas in mir zerbrochen, rein emotional gesehen. Wo ist der Erebus von hier aus? Links, etwa 20, 25 Meilen. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr Erhebungen. Das gefällt mir nicht. Wir klären das. Fuß. 400 Fuß. Durchstarten. 300 Fuß. 200 Fuß. Damals war ich 22,5. Hallo! Der Kontakt brach am Nachmittag ab. An Bord befanden sich 257 Menschen. Geht's los? Warte. Zuletzt wurde die Maschine um 14.30 Uhr geortet, nahe des Mount Erebus, einem 4000 Meter hohen aktiven Vulkan. Air New Zealand hat das Flugzeug als vermisst gemeldet. Oh Gott. Man geht vom Schlimmsten aus. Wie jeder in Neuseeland war ich fassungslos. Aber ich ahnte bereits, dass ich mit dem Unfall noch zu tun bekommen würde. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass es auf diese Art geschehen sollte. Haben Sie schon eine Erklärung dafür? Nein, keine. Erschütternde Szenen spielten sich am Flughafen von Auckland ab. Den wartenden Angehörigen wurde die furchtbare Nachricht in einem Nebenraum überbracht. Das überfällige Flugzeug ist vermutlich abgestürzt. Ich war wie jeder andere geschockt. Ausgerechnet an dem Tag fand bei uns eine Schulung statt, um gegen eventuelle Katastrophen gewappnet zu sein. Natürlich fragten wir uns schon während der Übung, wann wir das wohl mal brauchen würden.
Nur ahnten wir da noch nicht, dass das schon am gleichen Tag der Fall sein würde. Warum sollte man uns in die Antarktis schicken? Mit Schnee und Eis hatte ich nie viel am Hut gehabt. Wir erhielten die Nachricht, dass das Wrack gefunden wurde. Und zwar auf 445 Meter am Mount Erebus, dem höchsten Berg in der Antarktis. Leider gibt es keine Anzeichen von Überlebenden. Die Nachricht vom Fund des Wracks kam etwa gegen 1 Uhr rein. Wir erhielten Anrufe von Leuten aus der ganzen Welt, die sich nach ihren Angehörigen erkundigten. Alle wollten wissen, was los war, ob der Absturz auch jemanden aus ihrer Familie betraf. Es ging zu wie in einem Taubenschlag. Wir mussten sogar die Streifenpolizisten von der Straße holen. Jeder beantwortete die Fragen so gut er konnte, obwohl uns selbst kaum Informationen vorlagen. Es geht los. Was heißt das? Dass ich dahin muss, um die Leichen zu bergen. Eines der Opfer war Stewardess bei Air New Zealand. Sue Marinovich organisierte erst kürzlich eine Reise nach Disneyland für benachteiligte Kinder. Mir blieben 15 Minuten, also rief ich meine Eltern an. Ja, ich bin's. Ja. Mein Vater war dran. Er fragte nur, du gehst da runter, oder? Ich war ziemlich aufgewühlt. Mir war klar, dass das eine Riesenkarrierechance war. Aber auch, dass ich im Zweifel die Konsequenzen tragen müsste. Wenn ich die Sache vermasselt hätte, wäre ich meinen Job los gewesen. Mit der Auswahl der Männer hatte ich nichts zu tun. Im Nachhinein denke ich, dass Stu zu jung war. Für so einen Job braucht man Leute mit Lebenserfahrung. Und die hatte er damals noch nicht. Ganz anders Greg. Bei ihm war ich mir sicher, dass er damit umgehen konnte. Wie geht's? Ich brauche jemanden, der den Überblick behält, während ich in der Forschungsstation bin. Kein Problem. Wir hatten einen Job zu erledigen und ich war darauf vorbereitet. Aber ich sorgte mich um meine Sicherheit und um die der anderen Polizisten. Es war ein Riesenunglück, das war klar. Unser Job war furchtbar, aber er war auch aufregend. Wir wussten nicht genau, was passiert war, nur dass das Flugzeug am Berg zerschellt sein musste. Ich konnte mir das anfangs gar nicht richtig vorstellen. Hätten bestanden aus technischen Einträgen. Ich verstand nichts vom Fliegen, aber mir war klar, dass es wichtig war. Also nahm ich es an mich und brachte es zum Zeltplatz. Wir schauten später noch mal in dem Zelt vorbei, wo die Funde registriert wurden. Aber das Ringbuch war verschwunden. Ihr Drecksbiester! Haut ab! Verzieht euch, ihr Aasgeier! Weg hier, na los! Verdammte Biester! Am schlimmsten waren die Vögel. Haut ab! Sie waren niemals still. Die Möwen kreischten die ganze Zeit und umkreisten dabei die Absturzstelle. Offenbar hatten sie lange vor uns die Leichen entdeckt. Sie machten mich wahnsinnig. Wir baten die Navy um Hilfe. Man gab uns einen Raketenwerfer.
Die glaubten ernsthaft, er könnte uns nützen. Ich kann mich noch gut an die Diskussionen erinnern. Viele Kollegen waren Waffennarren und hellauf begeistert. Es hieß sofort, lasst es uns ausprobieren und das Ding zusammenbauen. Zum Glück siegte die Vernunft. Am Ende benutzten wir ihn doch nicht. Die Explosionsgefahr war zu groß. Letztlich kostete es uns einige Mühe, die Toten vor den Vögeln zu schützen. Irgendwann begruben wir die Leichen wieder, damit die Vögel nicht an sie rankamen. Das half. Bei einem Unfall wertet man auch die Kameras der Passagiere aus. Die entwickelten Fotos offenbarten tatsächlich Erstaunliches. Flug 901 hatte vollkommen klare Sicht gehabt. Vor dem Aufprall konnte man zu beiden Seiten den Horizont sehen. Das verblüffte uns. Denn wie kann man bei bestem Wetter einen Berg übersehen und hineinfliegen? Wir waren total perplex. So, das ist der Mount Erebus an einem sonnigen Tag. Das ist der gleiche Berg 5 Minuten später. Und nochmal 5 Minuten später. Die Luft und der Schnee sind so trocken, dass sie das Licht kaum reflektieren. Das heißt, man sieht im Grunde nur zweidimensional. Man weiß nicht, ob man auf einen Felsen blickt, der eine Armlänge entfernt ist, oder auf einen Berg, der ein paar Kilometer weit weg liegt. Es gibt überhaupt keine Tiefenwahrnehmung. Die Besatzung hatte keine Ahnung, was sie erwartete, bis der Alarm losging. Unser Problem mit den Spalten, wir wussten nicht, wie tief sie waren. Wir überprüften alles, seilten uns in jede Gletscherspalte ab. Manche Leichen mussten wir sogar aus dem Eis herausbrechen. Denn Teile der Triebwerke mussten extrem heiß gewesen sein. Sie hatten sich regelrecht durchs Eis geschmolzen. Dort fanden sich auch einige Leichen. Kein Wunder, dass sie komplett eingefroren waren. Es hat ewig gedauert, sie zu bergen. Die Spalten waren oben ziemlich breit, aber nach unten liefen viele spitz zu. Sie wurden enger und enger. Wäre da jemand reingefallen und eingeklemmt worden, wäre er wohl gestorben, bevor man ihm hätte helfen können. Unabhängig von der Art des Unfalls entfernt man zuerst alle Spuren der Opfer, damit einen der Gedanke an sie nicht so stark belastet. Über der leeren Seite stand nur Antarktis und das Datum. Nichts und niemand würde sie mehr füllen. Ich werde das mein Leben lang nicht vergessen.
Man wird durch die Belastungen immer müder. Der Körper will irgendwann nicht mehr, die Reserven gehen zur Neige. Ein einziges Grauen. Für mich war es die Stunde der Wahrheit, denn die Bergungsarbeiten rückten näher. Und bei dem Gedanken wurde mir schon etwas unbehaglich. Passt also auf, Leute. Wie läuft's? Gut. Wir haben vier Teams à vier Mann, bestehend aus je zwei Polizisten, einem Bergführer und einem Fotografen. Je zwei Teams wechseln sich ständig ab und das in 12-Stunden-Schichten. Ich bin bereit. Okay, dann los. Ich fühlte mich verantwortlich für die Sache. Schließlich sollte ich die Bergung am Laufen halten. Gibst du mal den Sack? Zum Glück hielten alle durch. Jeder erledigte den Job so gut es ging. Two, three. Was für ein Horror. Man sah verstümmelte Körper, abgetrennte Köpfe und überall Eingeweide. Es war entsetzlich. Manche Leichen waren unversehrt, andere vollkommen zerfetzt. Kein schöner Anblick. Ich habe es gehasst. Beine, Füße, Arme. Man konnte bei den ganzen Leichenteilen nicht davon ausgehen, dass sie auch zu dem daneben liegenden Körper gehörten. Aber das herauszufinden, war Teil des Jobs. Ich hätte mich auch nicht besser gefühlt, wenn es noch Überlebende gegeben hätte oder weniger Leid unter den Opfern. Geht's? Setzt hier ab. Gut. Ich sah in allen den geliebten Menschen, die Mutter, die Schwester, wen auch immer. Die Leichen waren komplett gefroren, zum Teil in den bizarrsten Haltungen. Alles in Ordnung? Ja. Aber wie kriegen wir den hier rein? Wir brauchten dringend größere Leichensäcke. Die Augen ganz Neuseelands waren auf uns gerichtet und in gewisser Weise auch die der Welt. Ich wollte die Verstorbenen möglichst schnell ihren Angehörigen übergeben. Über Funk erfuhren wir, dass sie den Flugschreiber gefunden hatten. Die Frage war nur, gab es an Bord technische Probleme? Oder waren die Piloten vom Kurs abgekommen und wussten nicht mehr, wo sie waren? Hier ist nochmal Peter Melgrew. Ich kann immer noch nicht erkennen, wo wir sind. Aber ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Sieht das hier rüber? Ja. Wo ist der Erebus von hier aus? Links. Etwa 20, 25 Meilen. Links, sagst du? Vielleicht gibt es hier noch mehr Erhebungen. Die glaubten, sie wären hier. Das gefällt mir nicht. Die Besatzung hat den Berg bis zuletzt nicht gesehen. Die einzige Warnung kam vom Höhenradar, das sie aufforderte, aufzusteigen. Warum sie den Mount Erebus übersahen, konnten wir uns zunächst nicht erklären. 500 Fuß. 400
400 Fuß. Durchstarten. 300 Fuß. 200 Fuß. Das Lager wurde langsam größer. Am Ende war es ein ständiges Kommen und Gehen. Ich fand es schon damals seltsam, als die Leute von Air New Zealand dort auftauchten. Heute würde man so einen Ort wie einen Tatort behandeln. Doch in den Einsatzbesprechungen wurde uns unmissverständlich klargemacht, dass wir nicht für Ermittlungen zuständig seien, sondern nur für die Bergung der Leichen. Wen habt ihr da? Captain Collins. Er hatte seine Uniform an und lag ausgestreckt auf dem Bauch. Sein Körper war noch unversehrt. Okay, packen wir ihn ein und schaffen ihn weg. Das lag neben ihm. Es war ein Ringbuch. Jim Collins' Name stand drauf. Die ersten 5, 6 Seiten. Glaubst du, das könnte uns auch passieren? Nein. Glaube ich nicht. Auf dem Flug in die Antarktis waren alle sehr still. Wir dachten an das, was vor uns lag, an die vielen Opfer. Das ganze Land trauerte schließlich, wie wir auch. Als wir uns der McMurdo Station näherten, machte uns der Herkules-Kapitän auf den Mount Erebus aufmerksam. In der Ferne erkannte man einen leichten Schatten am Hang des Berges. Der Anblick war ein Schlag in die Magengrube. Das riesige Flugzeug schien vollkommen zerstört zu sein. Es sah aus wie die Asche einer Zigarette, die man über die Bergflanke gestreut hatte. Es war erschütternd. Mein Gott, der Ort lag mitten im Nirgendwo. Da gab es einen riesigen Berg und sonst nur Schnee und Geröll. Allein aus dem Krater stieg etwas Rauch auf, sonst war da nichts. Wir fürchteten uns vor dem, was wir im Eis vorfinden würden, fragten uns, auf was wir uns da einließen. Mir war bewusst, dass ich mich in Gefahr begab, aber am schlimmsten war die Angst vor dem Unbekannten. Und wir steuerten mitten hinein.
Peter, willkommen im Tollhaus. Als Unfallermittler wollte ich natürlich sofort loslegen. Doch erstmal musste ich am nächsten Tag nach Christchurch. Dachte, du wärst schon los. Bin nur wegen des Flugplans hier. Gibt's was Neues? Finde es heraus. Ich wurde von Air New Zealand ins Untersuchungsteam beordert. Auf Anfrage der Pilotenvereinigung und des Kommissars für Flugunfälle. Es kursierten die wildesten Gerüchte. Die Leute waren fassungslos. Ich nahm an, dass etwas furchtbar außer Kontrolle geraten sein musste. Ich kannte die Besatzung noch von der Air Force. Sie galt als umsichtig und erfahren. Es waren Piloten, die ihre Flüge sorgfältig vorbereiteten. Was in aller Welt sollte sie verleitet haben, mit einem Berg zu kollidieren? Bei Air New Zealand fragten sie sich natürlich auch, was da schiefgelaufen war. Wie groß? Nur um 2 Grad. Okay. Oh Gott. Ich erinnere mich gut an die erste Reaktion der Fluggesellschaft. Uns gegenüber hieß es, es würde bezüglich der Unglücksursache noch keinen konkreten Verdacht geben. Sie werden an einem der gefährlichsten Orte eingesetzt. Jeder unbedachte Schritt könnte tödlich sein. Und das auf der Stelle. Ich war beunruhigt, was da auf uns zukommen sollte. Korps sind nun mal Korps. Und wer weiß, was alles schiefgehen konnte. Genau jetzt sind Bergsteiger an der Absturzstelle und markieren sie mit Flaggen. Hier kommen sie ins Spiel, meine Herren. Eine grüne Flagge kennzeichnet einen Leichnam oder Teile davon. Die Leichen sind gefroren, begraben unter Schnee oder versteckt in Gletscherspalten. Eine rote Flagge heißt, Achtung, Gletscherspalte. Fallen Sie besser nicht hinein. In jedem Fall ist Ihre Aufgabe nicht einfach. Die 2 oder 3 Tage, bevor es auf den Berg ging, waren anstrengend. Alle machten sich Gedanken darüber, was uns bevorstand. Aber am meisten beschäftigten mich die Umstände. Vor Ort werden einige 100 Flaschen herumliegen. Sie könnten beschädigt sein, durch den Aufprall oder durchs Feuer. Vorsicht, Explosionsgefahr. Es war klar, dass wir uns auf eine gefährliche Mission begaben. Zweifel kamen auf. Mussten die Toten wirklich geborgen werden? Überstieg das nicht unsere Fähigkeiten? Und manche von uns sagten das auch laut. Denkst du, wir sind die Richtigen dafür? Das ist kein Spiel. Es ist unsere Pflicht. Das Bild, das sich uns bot, war unglaublich. Nichts und niemand hätte uns auf diesen Anblick vorbereiten können. Der Ort glich einem Trümmerfeld. Überall lagen Leichen und Wrackteile. Es war furchtbar, ansehen zu müssen, wie viele Neuseeländer, wie viele Menschen insgesamt, einige stammten ja auch aus anderen Ländern, dort lagen.
Das war schwer zu ertragen. Es war entsetzlich. Das ganze Gebiet war übersät mit verstümmelten Leichen. Es glich einem Schlachtfeld. Etwas Schlimmeres hatte ich noch nie gesehen. Viele waren völlig entstellt. Es war ziemlich beklemmend. Ich fühlte mich überfordert. Deshalb ließ ich die anderen ein Stück vorausgehen. Ich wollte mit meinen Gedanken allein sein. Hier gehörte ich nicht hin. Das war doch eigentlich nur etwas für die ganz großen Jungs. Komm weiter, Stu. Man saugt alles auf und dann kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. Hier ist das Rumpfende in Abschnitt 11. Wir werden uns jetzt langsam nach unten vorarbeiten, immer von links nach rechts. So vermeiden wir, dass wir die ganze Zeit hoch und runter laufen. Die Abstottstelle sah furchtbar aus, ein einziges Grauen. Für mich war es die Stunde der Wahrheit, denn die Bergungsarbeiten rückten näher. Und bei dem Gedanken wurde mir schon etwas unbehaglich. Passt also auf, Leute. Wie läuft's? Gut. Wir haben 4 Teams à 4 Mann, bestehend aus je 2 Polizisten, einem Bergführer und einem Fotografen. Je 2 Teams wechseln sich ständig ab und das in 12-Stunden-Schichten. Ich bin bereit. Okay, dann los. Ich fühlte mich verantwortlich für die Sache. Schließlich sollte ich die Bergung am Laufen halten. Gibst du mal den Sack? Zum Glück hielten alle durch. Jeder erledigte den Job, so gut es ging. Was für ein Horror. Man sah verstümmelte Körper, abgetrennte Köpfe und überall Eingeweide. Es war entsetzlich. Manche Leichen waren unversehrt, andere vollkommen zerfetzt. Kein schöner Anblick. Ich habe es gehasst. Beine, Füße, Arme. Man konnte bei den ganzen Leichenteilen nicht davon ausgehen, dass sie auch zu dem danebenliegenden Körper gehörten. Aber das herauszufinden, war Teil des Jobs. Ich hätte mich auch nicht besser gefühlt, wenn es noch Überlebende gegeben hätte. Oder weniger Leid unter den Opfern. Geht's? Setzt hier ab. Gut. Ich sah in allen den geliebten Menschen, die Mutter, die Schwester, wen auch immer. Die Leichen waren komplett gefroren, zum Teil in den bizarrsten Haltungen. Alles in Ordnung? Ja. Aber wie kriegen wir den hier rein? Wir brauchten dringend größere Leichensäcke. Die Augen ganz Neuseelands waren auf uns gerichtet. Und in gewisser Weise auch die der Welt. Ich wollte die Verstorbenen
möglichst schnell ihren Angehörigen übergeben. Über Funk erfuhren wir, dass sie den Flugschreiber gefunden hatten. Die Frage war nur, gab es an Bord technische Probleme? Oder waren die Piloten vom Kurs abgekommen und wussten nicht mehr, wo sie waren? Hier ist nochmal Peter Melgrew. Ich kann immer noch nicht erkennen, wo wir sind. Aber ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Sieht das hier rüber? Ja. Wo ist der Erebus von hier aus? Links. Etwa 20, 25 Meilen. Links, sagst du? Vielleicht gibt es hier noch mehr Erhebungen. Die glaubten, sie wären hier. Das gefällt mir nicht. Die Besatzung hat den Berg bis zuletzt nicht gesehen. Die einzige Warnung kam vom Höhenradar, das sie aufforderte, aufzusteigen. Warum sie den Mount Erebus übersahen, konnten wir uns zunächst nicht erklären. 500 Fuß. 400 Fuß. Durchstarten. 300 Fuß. 200 Fuß. Das Lager wurde langsam größer. Am Ende war es ein ständiges Kommen und Gehen. Ich fand es schon damals seltsam, als die Leute von Air New Zealand dort auftauchten. Heute würde man so einen Ort wie einen Tatort behandeln. Doch in den Einsatzbesprechungen wurde uns unmissverständlich klargemacht, dass wir nicht für Ermittlungen zuständig seien, sondern nur für die Bergung der Leichen. Wen habt ihr da? Es war erschütternd. Mein Gott, der Ort lag mitten im Nirgendwo. Da gab es einen riesigen Berg und sonst nur Schnee und Geröll. Allein aus dem Krater stieg etwas Rauch auf, sonst war da nichts. Wir fürchteten uns vor dem, was wir im Eis vorfinden würden, fragten uns, auf was wir uns da einließen. Mir war bewusst, dass ich mich in Gefahr begab, aber am schlimmsten war die Angst vor dem Unbekannten. Und wir steuerten mitten hinein. Peter, willkommen im Tollhaus. Als Unfallermittler wollte ich natürlich sofort loslegen. Doch erstmal musste ich am nächsten Tag nach Christchurch. Dachte, du wärst schon los. Bin nur wegen des Flugplans hier. Gibt's was Neues? Finde es heraus. Ich wurde von Air New Zealand ins Untersuchungsteam beordert. Auf Anfrage der Pilotenvereinigung und des Kommissars für Flugunfälle. Es kursierten die wildesten Gerüchte. Die Leute waren fassungslos. Ich nahm an, dass etwas furchtbar außer Kontrolle geraten sein musste. Ich kannte die Besatzung noch von der Air Force. Sie galt als umsichtig und erfahren. Es waren Piloten, die ihre Flüge sorgfältig vorbereiteten. Was in aller Welt sollte sie verleitet haben, mit einem Berg zu kollidieren? Bei Air New Zealand fragten sie sich natürlich auch, was da schiefgelaufen war. Wie groß? Nun 2 Grad. Okay. Oh Gott.
Ich erinnere mich gut an die erste Reaktion der Fluggesellschaft. Uns gegenüber hieß es, es würde bezüglich der Unglücksursache noch keinen konkreten Verdacht geben. Sie werden an einem der gefährlichsten Orte eingesetzt. Jeder unbedachte Schritt könnte tödlich sein. Und das auf der Stelle. Ich war beunruhigt, was da auf uns zukommen sollte. Korps sind nun mal Korps. Und wer weiß, was alles schiefgehen konnte. Genau jetzt sind Bergsteiger an der Absturzstelle und markieren sie mit Flaggen. Hier kommen Sie ins Spiel, meine Herren. Eine grüne Flagge kennzeichnet einen Leichnam oder Teile davon. Die Leichen sind gefroren, begraben unter Schnee oder versteckt in Gletscherspalten. Eine rote Flagge heißt, Achtung, Gletscherspalte. Fallen Sie besser nicht hinein. In jedem Fall ist Ihre Aufgabe nicht einfach. Die zwei oder drei Tage, bevor es auf den Berg ging, waren anstrengend. Alle machten sich Gedanken darüber, was uns bevorstand. Aber am meisten beschäftigten mich die Umstände. Vor Ort werden einige hundert Flaschen herumliegen. Sie könnten beschädigt sein, durch den Aufprall oder durchs Feuer. Vorsicht, Explosionsgefahr. Es war klar, dass wir uns auf eine gefährliche Mission begaben. Zweifel kamen auf. Mussten die Toten wirklich geborgen werden? Überstieg das nicht unsere Fähigkeiten? Und manche von uns sagten das auch laut. Denkst du, wir sind die Richtigen dafür? Das ist kein Spiel. Es ist unsere Pflicht. Aber darauf sind wir nicht vorbereitet. Greg kam zu mir und sagte, das ist Wahnsinn. Wir haben hier nichts verloren. Wir sind nicht von der Bergwacht, sondern Streifenpolizisten. Ich war besorgt. Kein Zweifel, ernsthaft besorgt. Ich sah uns schon in einer Steilwand hängen. Keiner von uns hatte Erfahrung mit Eis und Schnee. Für mich war das reiner Irrsinn. Hey, wir kriegen das hin. Zusammen, als Doppelspitze. Gut, Mark. Ich bitte jetzt um euer Handzeichen. Wer hat bereits ein Überlebenstraining im Schnee absolviert? Sie hatten uns immer wieder eingeschärft, dass das kein Spiel war, sondern bitterer Ernst. Und das war es auch, nur schlimmer. Wir mussten äußerst diszipliniert vorgehen, um in dieser Umgebung nicht selbst in Gefahr zu geraten. Wir waren die ersten Polizisten dort oben. Als wir uns dem Berg näherten, herrschte starker Nebel und der Pilot konnte die Absturzstelle nicht gleich finden. Dann klarte es plötzlich kurz auf und wir gingen direkt runter. Siehst du irgendwas? Der Pilot war sich unsicher, ob er unter diesen Umständen wirklich landen sollte. Hier steigen wir aus! Landen wir? Nein! Wir bleiben im Schwebeflug! Wie tief geht's da runter? Die Rotorblätter wirbelten den Schnee auf. Alles war weiß. Wir mussten quasi ins Leere springen.
Als Jüngster war ich zuletzt an Bord gegangen und musste zuerst wieder raus. Ich war extrem nervös. Was für ein Anblick würde sich mir bieten? Würde ich es verkraften? Würde ich meinen Job erfüllen können? Ich wusste es nicht. Keiner wusste das. Immerhin hatten wir es mit dem bis dahin viertgrößten Flugzeugunglück zu tun. Captain Collins. Er hatte seine Uniform an und lag ausgestreckt auf dem Bauch. Sein Körper war noch unversehrt. Okay, packen wir ihn ein und schaffen ihn weg. Das lag neben ihm. Es war ein Ringbuch. Jim Collins' Name stand drauf. Die ersten 5-6 Seiten bestanden aus technischen Einträgen. Ich verstand nichts vom Fliegen, aber mir war klar, dass es wichtig war. Also nahm ich es an mich und brachte es zum Zeltplatz. Wir schauten später noch mal in dem Zelt vorbei, wo die Funde registriert wurden. Aber das Ringbuch war verschwunden. Ihr Drecksbiester! Haut ab! Verzieht euch, ihr Aasgeier! Weg hier, na los! Verdammte Biester! Am schlimmsten waren die Vögel. Haut ab! Sie waren niemals still. Die Möwen kreischten die ganze Zeit und umkreisten dabei die Absturzstelle. Offenbar hatten sie lange vor uns die Leichen entdeckt. Sie machten mich wahnsinnig. Pull the pin. Okay. Wir baten die Navy um Hilfe. Try to keep your hand as far away as you can. Yeah, it is. It is? Man gab uns einen Raketenwerfer. Die glaubten ernsthaft, der könnte uns nützen. Ich kann mich noch gut an die Diskussionen erinnern. Viele Kollegen waren Waffennarren und hellauf begeistert. Es hieß sofort, lasst es uns ausprobieren und das Ding zusammenbauen. Zum Glück siegte die Vernunft. Am Ende benutzten wir ihn doch nicht. Die Explosionsgefahr war zu groß. Letztlich kostete es uns einige Mühe, die Toten vor den Vögeln zu schützen. Irgendwann begruben wir die Leichen wieder, damit die Vögel nicht an sie rankamen. Das half. Bei einem Unfall wertet man auch die Kameras der Passagiere aus.
Die entwickelten Fotos offenbarten tatsächlich Erstaunliches. Flug 901 hatte vollkommen klare Sicht gehabt. Vor dem Aufprall konnte man zu beiden Seiten den Horizont sehen. Das verblüffte uns. Denn wie kann man bei bestem Wetter einen Berg übersehen und hineinfliegen? Wir waren total perplex. So, das ist der Mount Erebus an einem sonnigen Tag. Das ist der gleiche Berg 5 Minuten später. Und nochmal 5 Minuten später. Die Luft und der Schnee sind so trocken, dass sie das Licht kaum reflektieren. Das heißt, man sieht im Grunde nur zweidimensional. Man weiß nicht, ob man auf einen Felsen blickt, der eine Armlänge entfernt ist, oder auf einen Berg, der ein paar Kilometer weit weg liegt. Es gibt überhaupt keine Tiefenwahrnehmung. Die Besatzung hatte keine Ahnung, was sie erwartete, bis der Alarm losging. Unser Problem mit den Spalten, wir wussten nicht, wie tief sie waren. Wir überprüften alles, seilten uns in jede Gletscherspalte ab. Manche Leichen mussten wir sogar aus dem Eis herausbrechen. Denn Teile der Triebwerke mussten extrem heiß gewesen sein. Sie hatten sich regelrecht durchs Eis geschmolzen. Dort fanden sich auch einige Leichen. Kein Wunder, dass sie komplett eingefroren waren. Es hat ewig gedauert, sie zu bergen. Die Spalten waren oben ziemlich breit, aber nach unten liefen viele spitz zu. Sie wurden enger und enger. Wäre da jemand reingefallen und eingeklemmt worden, wäre er wohl gestorben, bevor man ihm hätte helfen können. Unabhängig von der Art des Unfalls entfernt man zuerst alle Spuren der Opfer, damit einen der Gedanke an sie nicht so stark belastet. Über der leeren Seite stand nur Antarktis und das Datum. Nichts und niemand würde sie mehr füllen. Ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Man wird durch die Belastungen immer müder. Der Körper will irgendwann nicht mehr, die Reserven gehen zur Neige. Am schwierigsten war es, sich zu motivieren, den Job trotzdem durchzuziehen. An eins musste ich immer wieder denken, vor allem während der Pausen. Daran, wie sich diese wunderschöne Landschaft in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt hatte. Um mit der Situation klarzukommen, entfernte ich mich so oft es ging von der Absturzstelle. Ich dachte dann an meine Familie.
Manchmal stellte ich mir auch vor, die Eisflächen unter uns wären ein riesiges Spielfeld. Es war schließlich Sommer. Dabei dachte ich an die Cricketspieler bei uns zu Hause und malte mir aus, was sie wohl gerade taten. Stellt die Nachrichten an. Als wir nach Neuseeland zurückkehrten, versuchte die Airline, allen voran ihr Chef Maury Davis, verzweifelt ihren Ruf zu retten und damit ihre Zukunft. Wie hoch sollte die Maschine fliegen? Die Mindestflughöhe lag bei 1800 Meter. Gesichtet wurde das Wrack aber auf 445 Meter. Ganz schön clever. Er hat aber recht. Glaubst du? Ja, sie müssen zu tief geflogen sein. Was sonst? Nun, das war eine Sightseeing-Tour. Auch dafür gibt es Regeln. Klar. Und was ist das? Erleben Sie die Antarktis aus 600 Metern. Dafür zahlten die Leute. Die Fluggesellschaft wollte den Passagieren etwas bieten. Deshalb flog die Besatzung bei klarer Sicht unter 1800 Meter. Das war bei den Flügen zuvor nicht anders. Wir sitzen alle im selben Boot. Niemand will, dass der Mist hier hochkocht, oder? Wenn du ein Problem hast, dann beschwer dich ganz oben. Warum kamen Sie vom Kurs ab? Leider wissen wir auch das noch nicht. Die Stimmung war nahezu feindselig. Und Maury Davis war auch nicht gerade als Gentleman bekannt. Er hatte immer um alles kämpfen müssen. Die Firma war sein Ein und Alles. Er war verärgert über die Untersuchungskommission, denn Air New Zealand lief Gefahr, ihren guten Ruf zu verspielen. Air New Zealand's image was going to be the loser. Wir sollten deshalb die Ermittlungen besser der Fluggesellschaft und der Regierung überlassen. Das sagte er mir ganz unverblümt, allerdings deutlich drastischer. Ich stieß an meine Grenzen. Der Einsatz brachte mich an den Rand der Erschöpfung, psychisch und körperlich. Stu! Zum Schluss war die Arbeit kaum noch zu ertragen. Ich erinnere mich noch immer an unsere letzte Leiche. Sie war gut erhalten. Armes Mädchen. What did the woman told?
Eins der Opfer war, wie ihre fünf Schwestern, Stewardess bei Air New Zealand. Sue Marinovic organisierte erst kürzlich eine Reise nach Disneyland für benachteiligte Kinder. Noch nie hatte ich mich so leer gefühlt. Ich empfand nichts mehr. Nichts. Hey Stu! Komm raus! Da ist er. Hier. Trink das. Champagner? Nur das Beste. Unser Job war getan. Das war's. Die Flaschen lagen überall rum. Nicht eine war zerbrochen. Gib mal her. Nach Abschluss der Bergungsaktion wurde spontan gefeiert. Wir tranken ein bisschen was. Man könnte sagen, gegen den Stress. Wir mussten mal richtig Dampf ablassen. Ein paar von uns rutschten sogar auf Leichensäcken den Hang runter. Etwas Spaß musste sein. Als wir zur McMurdo-Station zurückkehrten, zeigte der Feuerwehrchef Al und mir diesen riesigen Warmwassertank. Bullshit! Come on, guys. Jump in. Dreckig war gar kein Ausdruck. Wir starrten vor Schmutz. One, two! Was für ein Genuss. Es war einfach wunderbar, von Kopf bis Fuß ins warme Wasser einzutauchen. Wir mussten den Job innerhalb von 2 Wochen erledigen. Ich befürchtete, dass sich jemand verletzen könnte. Entsprechend erleichtert war ich, als der letzte heil aus dem Hubschrauber stieg. Jede Familie, die jemanden am Mount Erebus verloren hatte, trauerte um ihren oder ihre Angehörigen. Ich trauerte um alle. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dachte, hoffentlich verfolgt mich das nicht. Hoffentlich zieht mich das nicht nach meiner Rückkehr weiter runter. Doch da ahnte ich bereits, dass es anders kommen würde. Und so war es dann leider auch. Nach Hause zu kommen tat gut. Ich glaubte, ich könnte mein normales Leben schaffen. Mich quält noch immer die Erinnerung an das Unglück. Niemand kann sich vorstellen, wie das wirklich war. Ich glaube, dadurch ist etwas in mir zerbrochen, rein emotional gesehen. Wo ist der Erebus von hier aus? Links, etwa 20, 25 Meilen. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr Erhebungen. Das gefällt mir nicht. Wir klären das. Fuß. 400 Fuß. Durchstarten. 300 Fuß. 200 Fuß.
Damals war ich 22. 22,5. Hallo! Der Kontakt brach am Nachmittag ab. An Bord befanden sich 257 Menschen. Geht's los? Warte. Zuletzt wurde die Maschine um 14.30 Uhr geortet, nahe des Mount Erebus, einem 4000 Meter hohen aktiven Vulkan. Air New Zealand hat das Flugzeug als vermisst gemeldet. Oh Gott. Man geht vom Schlimmsten aus. Wie jeder in Neuseeland war ich fassungslos. Aber ich ahnte bereits, dass ich mit dem Unfall noch zu tun bekommen würde. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass es auf diese Art geschehen sollte. Haben Sie schon eine Erklärung dafür? Nein, keine. Erschütternde Szenen spielten sich am Flughafen von Auckland ab. Den wartenden Angehörigen wurde die furchtbare Nachricht in einem Nebenraum überbracht. Das überfällige Flugzeug ist vermutlich abgestürzt. Ich war wie jeder andere geschockt. Ausgerechnet an dem Tag fand bei uns eine Schulung statt, um gegen eventuelle Katastrophen gewappnet zu sein. Natürlich fragten wir uns schon während der Übung, wann wir das wohl mal brauchen würden. Nur ahnten wir da noch nicht, dass das schon am gleichen Tag der Fall sein würde. Warum sollte man uns in die Antarktis schicken? Mit Schnee und Eis hatte ich nie viel am Hut gehabt. Wir erhielten die Nachricht, dass das Wrack gefunden wurde. Und zwar auf 445 Meter am Mount Erebus, dem höchsten Berg in der Antarktis. Leider gibt es keine Anzeichen von Überlebenden. Die Nachricht vom Fund des Wracks kam etwa gegen 1 Uhr rein. Wir erhielten Anrufe von Leuten aus der ganzen Welt, die sich nach ihren Angehörigen erkundigten. Alle wollten wissen, was los war, ob der Absturz auch jemanden aus ihrer Familie betraf. Es ging zu wie in einem Taubenschlag. Wir mussten sogar die Streifenpolizisten von der Straße holen. Jeder beantwortete die Fragen so gut er konnte, obwohl uns selbst kaum Informationen vorlagen. Es geht los. Was heißt das? Dass ich dahin muss, um die Leichen zu bergen. Eines der Opfer war Stewardess bei Air New Zealand. Sue Marinovich organisierte erst kürzlich eine Reise nach Disneyland für benachteiligte Kinder. Mir blieben 15 Minuten, also rief ich meine Eltern an. Ja, ich bin's. Ja. Mein Vater war dran. Er fragte nur, du gehst da runter, oder? Ich war ziemlich aufgewühlt. Mir war klar, dass das eine Riesenkarrierechance war. Aber auch, dass ich im Zweifel die Konsequenzen tragen müsste. Wenn ich die Sache vermasselt hätte, wäre ich meinen Job los gewesen. Mit der Auswahl der Männer hatte ich nichts zu tun. Im Nachhinein denke ich, dass Stu zu jung war. Für so einen Job braucht man Leute mit Lebenserfahrung. Und die hatte er damals noch nicht. Ganz anders Greg. Bei ihm war ich mir sicher, dass er damit umgehen konnte. Wie geht's? Ich brauche jemanden, der den Überblick behält, während ich in der Forschungsstation bin. Kein Problem. Wir hatten einen Job zu erledigen und ich war darauf vorbereitet. Aber ich sorgte mich um meine Sicherheit und um die der anderen Polizisten. Es war ein Riesenunglück, das war klar. Unser Job war furchtbar, aber er war auch aufregend.
Wir wussten nicht genau, was passiert war, nur dass das Flugzeug am Berg zerschellt sein musste. Ich konnte mir das anfangs gar nicht richtig vorstellen. Glaubst du, das könnte uns auch passieren? Nein. Glaube ich nicht. Auf dem Flug in die Antarktis waren alle sehr still. Wir dachten an das, was vor uns lag, an die vielen Opfer. Das ganze Land trauerte schließlich, wie wir auch. Als wir uns der McMurdo Station näherten, machte uns der Herkules-Kapitän auf den Mount Erebus aufmerksam. In der Ferne erkannte man einen leichten Schatten am Hang des Berges. Der Anblick war ein Schlag in die Magengrube. Das riesige Flugzeug schien vollkommen zerstört zu sein. Es sah aus wie die Asche einer Zigarette, die man über die Bergflanke gestreut hatte.